In diesem Video schaue ich mir das VanMoof Powerpack an und installiere es in meinem S3. Ich habe meinen VanMoof jetzt seit fast einem Jahr und ich bin total zufrieden. Ich hatte ja am Anfang einmal das Problem mit dem E-Shifter. Das habe ich dann repariert und danach lief alles rund. Ich fahre jetzt nicht total häufig, aber schon regelmäßig damit. Eher kleinere Fahrten im urbanen Umfeld hier in der City und dafür habe ich es mir auch gekauft. Ich habe, glaube ich, zwei Radtouren gemacht, die ein bisschen länger waren. Dafür hat es auch vollkommen gereicht, hat Spaß gemacht und soweit bin ich halt sehr zufrieden. Vor ein paar Monaten hat VanMoof aber das Powerpack vorgestellt. Das ist ein Akkupack für das VanMoof und man bekommt eine größere Reichweite. Kann damit also längere Radtouren machen, ohne dass man zwischenladen muss. Für mich eigentlich nicht interessant, weil wie gesagt, ich eher hier so kurze Wege. Aber dank euch, denn ein paar von euch haben sich ein VanMoof über meinen Empfehlungslink, den ich hier unten in der Beschreibungsbox habe, bestellt. Dadurch hatte ich Guthaben und da habe ich mir gedacht, ich bestelle mir das Powerpack einfach einmal, guckt mir das an, zeige euch das in dem Video, montiere es natürlich auch am Rad und ja, lange Rede, kurzer Sinn, vor ein paar Wochen ist das Paket gekommen. Also es hat ein bisschen gedauert zwischen Ankündigung und Auslieferung, aber jetzt ist es hier neben mir und ich würde sagen, wir packen es aus, gucken, was drin ist und montieren es an Rad. So, das ist das Paket. Wiegt auch ordentlich was, sind glaube ich knapp über 3 Kilo. Hier oben haben wir die Anleitung drin. Time to ride the future. Das war auch auf der Anleitung, die beim VanMoof dabei war. Ich weiß nicht, ob man die braucht. Ja, okay, ein bisschen was zu montieren ist. Also, ja, da gucken wir schon gleich, glaube ich, rein. So, Anleitung, oder packe ich erstmal wieder rein, packen wir die Sache zur Seite. Und das ist die Powerbank. Das ist wahrscheinlich diese Mounting Plate und das Werkzeug, aber gut, in alter Unboxing-Manier erstmal das Kleine wieder rausholen. Ist aber gut verpackt. Das ist die Mounting Plate, die kommt halt unten ins VanMoof in das Dreieck rein. Ich glaube, die bleibt dort auch fest, also die muss man montieren. Dann haben wir noch, ich dachte, wären die Schrauben drin. Hier ist aber der Imbus doch, auch die Schrauben und zwei Schlüssel, weil man kann den Akkupack auch sichern. Ja, und dann das große Teil. Ja, sehr massiv. Hier unten ist die Halterung, wo es dann hinterher mit arretiert wird. Bisschen Velcro für den Rahmen. Hier ist eine Lasche zum, weiß ich nicht, zum Rausnehmen. Hier lädt man es. Man lädt es halt mit dem VanMoof Power Brick, der beim Fahrrad dabei ist. Hier hat man noch einen Knopf zum Einschalten oder auch zum Prüfen der Ladung. Hier haben wir halt zwei Punkte. Was auch immer das an Ladung bedeutet. Nochmal Velcro. Und das Powerkabel, was dann halt oben in den Rahmen vom VanMoof reingeht. Und jetzt würde ich sagen, montieren wir es ans Rad. Dann müssen wir einmal hier unten diesen unteren Teil erstmal hier in das Dreieck reinsetzen. Der besteht aus zwei Teilen. Und jetzt müssen wir den erstmal da unten platzieren. Er ist hier innen auch gummiert, damit man das Alu halt auch nicht beschädigt. Und dann muss man den, glaube ich, einfach nur vernünftig gerade platzieren hier. Dann kommt das mittlere Teil darüber. Hier ist das Schloss auch verbaut. Deswegen geht es auch nur in eine Richtung. So, dann brauche ich jetzt die Schrauben und den Imbus.
Schlüssel kam weg. So. Machen wir mal einen rein. Den anderen machen wir mal hier vorne sofort dran. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Druck. Einfach so einfach. So, die Schrauben sind schon ordentlich fest. Also, wenn ich die gleich drin habe, sind die auch bombenfest. Sorgen natürlich auch dafür, dass das einen sicheren Halt hat und ja auch nicht geklaut werden kann. Das hätten wir soweit. Jetzt ist hier noch der Bolzen drin. Dafür habe ich ja die beiden Schlüssel mitbekommen. Und damit schließt man hier an der Seite auf. Dann ist der Bolzen jetzt weg. Und jetzt kann ich den Akkupack einsetzen. So, das gute Stück. Vorne Velcro. Hinten Velcro. Und dann müsste der einfach hier reinpassen. Und jetzt ist er eigentlich schon drin. Obwohl, nein, er ist noch nicht, weil er sitzt auch nicht auf, weil man muss ihn ordentlich reindrücken. Hier hinten ist nämlich auch noch mal ein Stück Plastik drin, damit auch A, der Rahmen wieder geschützt ist und das B auch wieder wirklich fest sitzt. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, wofür die Schlaufe ist, denn der sitzt jetzt wirklich fest. Also hier vorne bewegt er sich ein bisschen, hier hinten aber bombenfest. Machen wir das Velcro hier fest. Vorne auch. Und dann können wir den jetzt auch direkt wieder abschließen. Dafür braucht man übrigens den Schlüssel gar nicht, wie ich sehe. Denn man kann es einfach reindrücken, ähnlich wie das Kicklock hinten. Den braucht man also nur zum Entriegeln. So, das letzte Velcro, was ich dachte, was für den Rahmen ist, ist gar nicht für den Rahmen, das ist echt nur, um das Kabel zu verstauen. Da kann man das Kabel auch mit ein bisschen Frickelei auch rausholen. Brauche ich jetzt nicht. Und dann kommt der jetzt eigentlich einfach hier oben ran, wo normalerweise das Ladegerät rankommt. Dann kann man sich das Kabel noch ein bisschen zurechtbiegen, wenn man unbedingt möchte. Und das wäre schon. Powerpack ist installiert. Und rein theoretisch, wenn ich jetzt hier drauf drücke, müsste er eigentlich auch anfangen zu laden. Und das tut er auch. Also das Powerpack lädt gerade mein VanMoof, das war nämlich auch nicht voll. Und man sieht es natürlich auch hier schon auf dem Display, dass da was passiert. Und da haben sie extra eine neue Anzeige für gemacht. Finde ich schon mal ganz nett. So, kommen wir jetzt mal zu den Fakten. Ich habe mir extra die Webseite von VanMoof aufgerufen, damit ich auch nichts Falsches sage. Das Ding kostet erstmal 348 Euro. Das ist also auch kein Pappenstiel. Im Verhältnis zum Rad, weiß ich nicht, gefühlt ein Tick teuer. Naja, aber was bringt es mir denn? Am Ende hat es eine Reichweitenerweiterung von 45 bis 100 Kilometer. Das kommt natürlich darauf an, in welchem Modus ihr auch fährt. Es hat ja verschiedene Modi. Und im Sparmodus soll er dann anscheinend 100 Kilometer on top bekommen. Das Gewicht ist wirklich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, knapp 3 Kilo, also 2,8 Kilogramm. In 3 Stunden lädt das Teil von 0 auf 100, also selber. Und dann, wie schnell es das Rad lädt, weiß ich nicht. Das steht jetzt hier nicht. Ist aber auch egal, man fährt es ja dann eh spazieren. 2 Jahre Garantie, funktioniert mit dem S3 wie in meinem Fall und auch mit dem X3. Das sind die Fakten. So, das Ding lädt, aber wie fährt es sich mit 2,8 Kilo extra? Das werde ich jetzt einmal ausprobieren und eine kleine Runde drehen. So,
So, mein Fazit. Fazit ist natürlich schwer. Also wahrscheinlich macht es Sinn, das Ding erstmal ein paar Monate auch zu nutzen. Dann kann man natürlich sagen, okay, was bringt es einem? Also bringt es auch wirklich die Power, die man erwartet? So, das kleine Fazit, um es mal so zu nennen, ist, man merkt beim Fahren, dass es da ist, minimal. Also ich glaube, vielleicht bilde ich es mir auch ein, weil ich ja natürlich jetzt denke, da habe ich jetzt 2,8 Kilo mehr am Rad. Das ist einfach ein Fakt. Ob es schön ist, das steht mal auf einem anderen Blatt Papier. Praktisch ist es auf jeden Fall. Ich werde natürlich im normalen Alltag demontieren und habe dann immer noch die Platte, die ich wirklich abschrauben müsste. Das regelmäßig zu machen, glaube ich, macht keinen Sinn. Schön ist die Platte auch nicht, wenn die nur dran ist. Was könnte man machen? Also die Platte hat ja mit diesem Bolzen diese Verriegelung. Da könnte VanMoof ja vielleicht auch so eine Tasche anbieten, die man da reinpackt. Weil ich habe ja an meinem VanMoof keinen Gepäckträger und auch keinen Frontträger. Also ich würde da vielleicht eine Tasche für nehmen, um da Gepäck abzuladen. Oder einen Getränkehalter. Mir fallen x Sachen ein, weil das ist ja relativ modular gebaut. Vielleicht hat VanMoof da auch noch schon was in der Planung. Keine Ahnung. Ansonsten würde ich die Platte halt auch abmontieren und das wirklich dann nur vor längeren Radtouren in meinem Fall dran machen. Ob es das wirklich wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. 348 Euro, eure Wahl. Ja, ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Vielleicht hilft es euch ja ein bisschen bei der Kaufentscheidung. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.